Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei HR World Deutsch. Heute haben wir den Till Kleiber zu Gast. Das ist ein Kollege von mir und zu einem ganz, ganz spannenden Thema, wie der Schauer schon gesagt hat, dass er sich heute freut im Vorgespräch, und zwar zu SAFe aus Entwicklerperspektive. Weil Till ja ist nicht nur gerade im SAFe-Kontext unterwegs, er ist auch Entwickler, aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Ja, stell dich doch einfach mal kurz selber vor, Till. Ich glaube, das kannst du viel besser als ich. Ja, mega gerne. Freut mich sehr, heute hier zu sein und bin gespannt, was ich beitragen kann. Du hast schon gesagt, Till Kleiber, ich bin seit 5 Jahren bei der Essentri AG als Berater unterwegs, betreue da unsere Kunden und wohne in München. Und ich würde sagen, sonst kann ich mein Zuhause so als Java-Backend-Entwicklung bezeichnen, viel im Spring-Kontext, viel Cloud-Native-Entwicklung und eben jetzt seit nicht von Anfang an bei dem Kunden mit SAFe gearbeitet, am Anfang noch klassisch Scrum, aber dann wurde SAFe eingeführt und das mache ich jetzt da seit 3 Jahren mit, würde ich sagen, und ja, bin gespannt auf eure Fragen. Ja, cool. Du hast eben schon gesagt, du bist nicht der Hardcore-Entwickler. Woher resultiert das? Ja, genau. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Da hat man, ich sage immer, danach kann man alles und nichts so richtig. Aber mir haben die Informatikvorlesungen immer mega Spaß gemacht und war halt klar, Digitalisierung ist so das Ding für die nächsten Jahre. Und da will ich tiefer reingehen und hatte dann auch wirklich den Anspruch, das erstmal technisch zu verstehen. Und habe dann eben als Entwickler angefangen, habe dann sehr viel on the job gelernt, lernen müssen, weil wir eben an vielen Stellen die Theorie gefehlt hat. Und dann aber ja für mich erfahren, dass es echt mega Spaß macht und wir, glaube ich, in einem sehr privilegierten Umfeld unterwegs sind und immer ein cooles Arbeitsumfeld haben mit sehr modernen Methoden auch. Und ja, mal gucken, wo mich die Reise in Zukunft hinführt, aber aktuell ist noch Hacken Daily Business. Ja, sehr spannend. Was mich dann auch interessiert, weil du sagst, okay, du hast den Hintergrund auch in der Theorie in der Softwareentwicklung. Bist du direkt gestartet mit agilen Arbeitsweisen, also mit Scrum, oder was waren so deine ersten Berührungspunkte dann grundsätzlich in die Richtung? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, sogar in den ersten 2 Wochen hatte ich direkt eine Scrum-Master-Schulung bei Essentri. Die hat da einfach gut reingepasst. Da habe ich dann auch das erste Mal wirklich was von Scrum gehört und das so erfahren und dachte in der Theorie, es kann nicht anders gehen, so muss es sein. Bis ich es dann aber einsetzen konnte, hat es ein bisschen gedauert. Mein erstes Projekt war sehr übersichtlich, also da waren wir zu zweit oder zu dritt. Ich glaube, da lohnt es nicht, so ein großes Framework drauf zu werfen. Da haben wir mehr so ein bisschen nach Kanban oder improvisiert gearbeitet. Und dann aber nach einem Jahr direkt bei einem größeren Kunden im Automotive-Bereich, wo ich auch bis heute noch unterwegs bin. Und das war direkt ein größeres Umfeld, ein größeres Team, das über die Jahre gewachsen ist und dann eben über Scrum bis bei dem Unternehmen dann SAFe eingeführt wurde. Aber so klassisch Wasserfallentwicklung aus einem großen Projekt habe ich tatsächlich nie mitgemacht. Ja, cool. Dann hast du ja auch, sage ich mal, diese Transformation wirklich miterlebt. Und du hast jetzt auch schon gesagt, also ich gehe mal davon aus, dass ihr das nicht im Studium hattet, SAFe. Also, oder? Nee. Überhaupt nicht. Nee. Und wie würdest du denn SAFe mit 3 Worten beschreiben? Ui, groß auf jeden Fall, also denke ich auch bis heute noch, gerade wenn ich mal wieder über SAFe spreche und dann mal vielleicht wieder die Bildchen rausziehe oder die Dokumentation, auf jeden Fall groß. Planung ist immer ein Megathema bei uns, also ich mache auch viel am PI-Planning fest, deswegen würde ich sagen, planungsintensiv ist es auf jeden Fall und ziemlich standardisiert eigentlich so, was das ganze Vorgehen angeht. Also es gibt da wirklich einige knallharte Regeln, will ich fast sagen, und die, wo ich dann auch lange dachte, ja gut, das machen wir jetzt halt bei uns so, aber wenn ich mich dann mit anderen ausgetauscht habe, die das auch wirklich gelernt haben, die Schulungen mitgemacht haben, dass da wirklich alles eigentlich ziemlich so bei uns Anwendung findet, also vom Naming bis zu den einzelnen Meetings, wie sie durchgeführt werden, deswegen standardisiert, passt auf jeden Fall auch, denke ich. Dann nimm uns doch nochmal vielleicht zurück in die Situation, wo ihr habt nach Scrum gearbeitet, das ist alles gewohntes Terrain und jetzt kommt auf einmal SAFe um die Ecke. Wann war das, in welchem Kontext und wie hast du darauf reagiert, zu Anfang? Ja, spannend. Ich glaube, am Anfang habe ich das gar nicht als so was Großes wahrgenommen. Ja, da hieß es jetzt, wir machen SAFe und ich habe da ein bisschen mal was zu gelesen. Ich habe dann gedacht, okay,
man muss wohl ein bisschen mehr mit anderen Teams sprechen. Ich habe dann selber auch bis heute keine Schulungen dazu gemacht oder ähnliches. Das haben dann mehr so die klassischen Rollen. Scrum Master hat das dann gemacht bei uns im Projekt und dann auch viel dazu vermittelt. Ich meine, der Architekt hat es auch gemacht und beim Kunden einige, aber jetzt wir als Berater, wir haben die Schulung nicht mitgemacht. Das heißt einfach mal, ja, drauf los. Und dann kam das erste PI-Planning, damit geht es dann halt los, bis dann mal so eine erste, ja, größere Iteration startet. Komplettes Chaos. Also wir dachten wirklich, was soll das? Wahnsinnig intensive Vorbereitung, der Termin natürlich chaotisch. Es war von Anfang an direkt remote. Das machen wir auch bis heute noch so. So viel kann ich schon mal vorweggreifen. Am Anfang war es, glaube ich, tatsächlich gezwungen, weil es direkt mit Covid dem Eintritt aufeinander gefallen ist, die Einführung. Es klappt aber eigentlich ganz gut remote mittlerweile. Aber am Anfang dachte ich, so viel Zeit für so wenig Ertrag, das bleibt nicht lange. Und jetzt ist es gekommen, um zu bleiben. Absolut, ja. Du hast jetzt eben gesagt schon, ihr musstet auf einmal mehr mit anderen Teams kommunizieren. Fandest du das gut oder eher entfremdend oder... Nee, ja, das ist wie mega erging's gut. Dir da? Das ist mega gut. Das ist auch bis heute das, was ich sage, wo Safe wirklich den größten Mehrwert hat, dass man sich, bevor man Dinge angeht, teamübergreifend darüber spricht, wie wollen wir das eigentlich machen? Wann liefert wer was? Wann macht es überhaupt Sinn zu starten? Ich glaube, man kommt auch viel leichter in Diskussionen über Architektur und dann wirklich Enterprise-Architektur, wie eigentlich die Systeme miteinander vernetzt sind. Also das ist... Es gibt zwar viele Instrumente dafür, aber das Ergebnis ist absolut das Richtige und Wichtige, dass die Teams viel mehr miteinander sprechen. Hattest du es vorher schon wahrgenommen, dass es ein Problem war in der Organisation, dass ihr als Team gemerkt habt, wir sind immer wieder blockiert, weil wir keine Kommunikationskanäle haben mit den anderen Teams, sodass es dir irgendwie dann logisch erschien, dass man da was machen muss? Oder hat sich das eher so angefühlt, dass das von irgendwo anders in der Organisation aufgezwängt wurde, sage ich mal? Ich glaube, dass es an anderen Stellen mehr gebrannt hat. Also auch, ich kann ja so ein bisschen einen Mini-Einblick in unser Projekt geben. Wir sind nicht nah dran am Endkunden, sondern vielmehr an Endkundensystem. Wir sind so ein Middleware-Produkt. Wir haben kein Frontend. Also wir realisieren keine User Experience. Wir sind klein gestartet. Deswegen war die Abhängigkeit am Anfang zu anderen Teams sehr übersichtlich und der Bedarf gar nicht so groß, mit anderen zu sprechen. Das hat sich dann aber auch durch die Entwicklung unseres Projekts und dass wir immer mehr Systeme angebunden haben, auf jeden Fall verändert. Dann war halt Safe schon da, sprich, wir waren schon gezwungen, miteinander zu sprechen. Aber was mir auf jeden Fall noch gut in Erinnerung ist, das wurde nicht hauruck eingeführt und jetzt plötzlich für alle, sondern ich glaube, es gibt bis heute noch Teams, die nicht nach Safe arbeiten. Und das sorgt bis heute so ein bisschen für Probleme, weil die halt denken, ja wie, was, ich muss da irgendwo ein Feature einreichen und das geht ja dann in 3 Monaten erst an und es sind einfach nicht in dem Rhythmus, wie wir es sind. Da merkt man das auf jeden Fall, dass es dann noch Probleme gibt. Aber ich würde mal sagen, so unser Projekt hat sich gut dann mitentwickelt, sodass Safe relativ schnell gut gepasst hat. Irgendwann habe ich mal so gedacht, als ich das zum ersten Mal in der Theorie gesehen habe, so, boah, Safe, ich glaube, das ist die Rache vom Management für Agilität. Wie siehst du das? Ich glaube, das habe ich sogar schon mal von dir gehört, dass du... Bestimmt, also ich erkenne mittlerweile auch Vorteile, das muss man auch sagen. Ich kann, glaube ich, verstehen, dass es so gesehen wird. Ich sehe es in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, sprich eigentlich Hauptgeschäft von dem Kunden ist es, Autos zu bauen. Also extrem klassisches Geschäft, klassisches Projektvorgehen, klassische Ingenieurskunst. So interpretiere ich immer für mich, ist es der Versuch, diese beiden Welten zusammenzubringen. Die agile Softwareentwicklung, die halt immer mehr gebraucht wird, auch immer mehr im Auto gebraucht wird. Und das plötzlich zusammenzubringen mit was über Jahre geplant wird, so ein Modell, am Ende muss es irgendwann in die Baureihe passen und so ähnliche Dinge, wo auch wir wieder nicht so ganz nah dran sind. Unser System läuft am Ende nicht direkt im Auto, sondern wird vielleicht maximal angesprochen. Aber so habe ich das immer für mich erklärt, so das zusammenzubringen, dieses starre Vorgehen und dieses vielleicht nach Scrum, jeder macht, was er will, jetzt mal übertrieben gesagt. Und ich glaube, da versucht Safe in so einem großen Kontext Abhilfe zu schaffen. Und wie ist es für dich als Entwickler konkret? Also
Welche Vorteile siehst du für dich im Alltag ganz speziell? Wir haben schon gesprochen über Abhängigkeiten mit anderen Teams, mit viel Overhead, den ihr gerade am Anfang sehr negativ wahrgenommen habt. Ist es nach wie vor, dass du an vielen Stellen denkst, puh, ob es das jetzt wert ist, weiß ich nicht, aber eben aufgrund der Altlasten vielleicht auch oder mit anderen Ingenieursbereichen nehme ich das jetzt mal in Kauf oder siehst du auch tatsächlich dann für dich und eure Arbeit im Team Vorteile? Was mir am besten gefällt, und ich weiß nicht, ob ich da für alle klassischen Entwickler sprechen kann, aber ich habe ja vorhin gesagt, Wirtschaftsingenieur ist so mein Hintergrund, also mich interessieren dann auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge schon. Und Safe zwingt Entwickler, sich mehr mit einem großen Feature und dem großen Ziel von Features auseinanderzusetzen. Wo führt das eigentlich alles hin? Wo führt das zusammen? Wir haben das auch, kann ich ja nachher auch vielleicht im Detail noch ein bisschen drauf eingehen, wie wir das dann über Features verteilen. Sprich, man hat deutlich mehr Business-Bezug. Also auch so ein PI-Planning beginnt ja wirklich immer mit einer Ansprache von Top-Top-Management, die man sonst im Alltag nie sieht, die wir auch davor nie gesehen haben, die alles so in den Business-Kontext rücken, zurückblicken auf die letzte Iteration, auch mal Zahlen zeigen, was wurde erreicht, wo will man hin. Und dann eben bis zum Produktmanagement, das kommt mit Vorstellungen, im Zweifel dann wirklich zu mir als Entwickler, weil ich Verantwortung für das Feature übernehme. Und da wird halt von Anfang an nicht technisch gesprochen, sondern da geht es darum, was ist das Ziel von dem Feature, was hat der Kunde am Ende davon, was muss funktionieren. Das gefällt mir mega gut. Nach wie vor ist die Vorbereitung für so ein PI-Planning krass. Also es läuft ja dann auch so, dass wir Features mal grob refinen und das ist immer die Kunst, was ist grob und wann wird es zu detailliert, aber am Ende braucht es halt eine Aussage, wie groß ist das Ding, wie lang brauchen wir ungefähr dafür oder zumindest wie groß ist der Umfang. So dass man es dann in Verhältnis setzen kann zu dem, was es einem bringt. Und dann kommen am Ende ganz viele Features von denen gar nicht. Also da geht extrem viel Zeit drauf, Sachen sich zu überlegen und reinzudenken. Und am Ende fällt dann einiges davon weg. Da denkt man sich dann schon, manchmal kommt es dann auch gar nicht mehr, weil sich vielleicht, wenn man gesagt hat, okay, der Aufwand ist hier zu groß, man löst es auf anderen Weg, denkt man sich dann schon, puh, hat sich das jetzt gelohnt? Dann natürlich die zwei krassen Tage, wirklich alle Iterationen vorzuplanen. Das ist ein mega Aufwand, aber das merkt man dann wieder natürlich alle 2 Wochen beim normalen Sprint-Planning, dass da halt dann schon viel Arbeit getan ist. Also es ist dann, der Sprint ist schon mal voll, was jetzt nicht unbedingt gut ist. In der Regel ist er dann auch zu voll, weil man hat Leftovers und so weiter. Aber der Plan steht dann halt schon ziemlich gut. Das heißt, über ein PI, ich nenne es immer so, ich glaube, es passt auch über ein Program Increment, wird die Arbeit dann schon weniger. Das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. Du hast gerade von diesen zwei krassen Tagen gesprochen. Also ich hatte ja auch die Ehre, dass ich in einem ähnlichen Konstrukt unterwegs war und mir ging es nach diesen 2 Tagen echt erstmal so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt brauche ich erstmal 2 Wochen Urlaub. Also und abends, keine Ahnung, gab es wirklich teilweise auch echt noch spät Meetings bis 21 Uhr teilweise, bis man sich da geeinigt hat, alle Risiken halt abgeklopft hat und sonstiges. Wie geht's dir so nach diesen 2 Tagen? Ich glaube, es ist für Entwickler deutlich entspannter. Also gerade wenn dann unser erster Plan nach dem ersten Tag mal steht und du dann vielleicht auch in einer anderen Rolle dann nochmal mit dem Management in Diskussion musst und auch teamübergreifend, da werden wir als Entwickler oft so ein bisschen, was gar nicht negativ ist, außen vor gelassen. Manchmal kommt vielleicht einer dazu, wenn es auch komplexer ist. Aber in der Regel hat man ja den ganzen Tag drüber gesprochen. Das heißt, alle wissen Bescheid und man muss gucken, passt das eben mit den anderen Teams. Das heißt, der erste Tag ist immer schon anstrengend, bis mal der erste grobe Plan steht, einfach weil wir auch technisch bewerten müssen, kann man das Feature jetzt in dieser Iteration dann angehen oder nicht? Kann man davon 2 Stories zu diesem Feature parallel machen und so weiter? Aber dann wird es eigentlich deutlich entspannter für uns. Dann ist es nur noch die normale kognitive Last, 8 Stunden vor dem Bildschirm, von Meeting zu Meeting hüpfen. Man ist ja wieder im kleineren Team, dann im größeren Team, dann vielleicht mal mit den anderen Teams. Das schlaucht schon extrem. Aber gerade so die späten Abendstunden, da kriege ich nur die Ergebnisse in der Regel am nächsten Tag mit. Und die sind dann schlecht, wenn es heißt, man muss einiges nochmal umplanen. Oder gut, wenn es heißt, ja, man muss nochmal an die Risiken ran, man muss nochmal da ein bisschen gucken. Aber mittlerweile haben wir uns da so eingegroovt, auch mit viel Vorarbeit. Das denke ich schon auch. Ich kenne mich da nicht aus, wie viel in der Theorie wirklich am PI-Planning-Tag noch passieren soll und ob wir nicht schon zu viel vorbereitet haben.
aus unserer Sicht haben wir so definiert, es geht eigentlich nicht anders. Und dann ist es eigentlich aus Entwicklerperspektive. Okay, Tag. Okay, zwei Tage. Was ja auch interessant ist, weil Jana sagte so, okay, es ist safe, wirkt manchmal so ein bisschen wie die Rache des Managements, um dann doch wieder eine Möglichkeit haben, vielleicht mehr zu interagieren, was ja aber auch positiv sein kann, wie du es ja vorgehoben hast, nochmal mehr den Business-Kontext dann wirklich zu verstehen, warum wird was wie priorisiert und so weiter und so fort. Und du bist jetzt ja als Entwickler jetzt zumindest nicht super negativ. Es gibt aber gleichzeitig, wenn man so sich im Internet umschaut, dann sind viele Agile-Coaches da, die sagen, ja, so viele Regeln, das ist genau das Gegenteil von agil und haben eher eine schlechtere Meinung zu solchen Frameworks. Wie nimmst du das bei euch wahr? Sowohl, also vielleicht unterteilt in die Entwickler, die Scrum Master, Agile Coaches und dann auch das Management, weil ich mir vorstellen kann, dass sie durchaus unterschiedlich draufschauen. Ja, absolut. Also es gibt natürlich schon auch Sachen, die uns als Entwickler nicht so wirklich gut gefallen. Also erstmal, glaube ich, kann ich es aus Coach-Sicht verstehen. Man ist relativ eingeschränkt im agilen Vorgehen. Man denkt auch gar nicht so von Iteration zu Iteration in Sprints gedacht und was kann man jetzt noch justieren, sondern es ist halt immer direkt der große 3-Monats-Kontext, was sich schon manchmal sehr langfristig und zäh anfühlt. Was mich als Entwickler am meisten stört, ist, dass so Sachen wie Innovation, und Innovation klingt immer so groß, häufig ist es einfach nur Housekeeping, ja, mal klassisches Refactoring. Dadurch, dass du alle Sprints direkt vollnagelst mit Umsetzung von neuen Features, musst du, mittlerweile sagen wir das so, im Vorfeld das eigentlich auch als Features mit einkippen. Wir müssen als Entwickler früh transparent machen, unser System kann diese Last an neuen Features nicht mehr tragen, wenn wir nicht auch dort Zeit investieren. Weil was aus meiner Sicht überhaupt nicht funktioniert, ist diese Projektion in diese berühmte IP-Iteration, also der Innovation Sprint, das ist schon so ein Lacher bei uns, weil es immer per Design ans Ende eines PIs gesetzt und die Realität zeigt halt, man hat sich bei den Grobschätzungen eher vertan, man hat sich da mal reingekniet, hat ein paar Schubladen aufgerissen und es ist vom Umfang doch mehr. Und was dann passiert ist, man trägt die Leftovers mit, man trägt die Leftovers bis in den Innovation Sprint. Und dann passiert im Zweifel vielleicht zu wenig Innovation. Aber ich glaube, wir haben dafür zwei Hebel gefunden. Weiß nicht, ob das okay ist vom Framework, aber ich glaube, das ist im Zweifel egal. Hauptsache, es funktioniert. Entweder eben, wie ich es beschrieben habe, sowas auch als Feature einzukippen. Und dann muss man auch so ein bisschen auf einen Architekt bauen, der sich dann dafür auch vor Management einsetzen kann und sagen, hey, das ist technisch einfach mega wichtig, das jetzt anzugehen. Oder manchmal vielleicht auch an den Umfängen pro Sprint so ein bisschen für Features einfach schon von vornherein zu reduzieren und zu sagen, wir müssen uns da eine gewisse Kappa blocken, um in Innovation, in Housekeeping zu investieren. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Kappa reservieren, aber auch dem Management bewusst machen, dass halt man nicht nur Business-Features knallen kann und halt zaubern will, sondern halt wirklich auch das System irgendwie warten muss, beziehungsweise halt wirklich vielleicht auch mal tief in der Technik einfach was umsetzen muss, dass halt das System nicht in die Luft fliegt. Und ich habe aber auch noch keinen Manager erlebt, der dann Nein sagt, wenn man das wirklich plausibel auch von der Technik her halt verargumentiert, also so, dass das auch verstanden wird, warum und wofür das gebraucht wird. Gebe ich dir 100% recht. Also das denke ich sowieso oft aus Entwicklerperspektive, sind wir da in einer absoluten Luxus-Situation und Position. Man glaubt uns da, Gott sei Dank und auch zu Recht, schenken wir uns da großen Glauben und hatten Vertrauensvorschuss und dann werden die Themen auch ernst genommen und angegangen. Aber man muss halt das antizipieren, kommunizieren, das davor machen, im Sprint zu sagen, ah ja, übrigens, das Feature ist mir jetzt doch nicht so wichtig. Ich stecke hier jetzt mal 3 Tage ins Fixing von dem und jedem. Wenn es halt ad hoc aufkommt, okay, das passiert auch. Aber Sachen, von denen man wusste, man muss sie angehen, die muss man auch früh transparent machen. Aber da gibt es absolut Mittel und Wege. Das unterschreibe ich auch. Manchmal verpennt man das vielleicht einfach im täglichen Geschäft. Aber das ist dann auch dem Team zu verschulden, ja, oder das, ja. Du hast, oder schon, willst du was fragen?
Ja, kann ich gerne machen. Was mich auch sehr interessiert, ich weiß gar nicht die genaue Zahl tatsächlich jetzt, wie groß euer Release-Train ist, mit dem ihr arbeitet. Grundsätzlich habe ich so das Gefühl, ab 60, 70 Leuten oder sowas kommt Safe in der Regel so zum Einsatz und vielleicht dann eben auch deutlich größer noch als das. Was sind so die Rahmenparameter, wo du sagst, okay, in den und den Kontexten ist Safe sinnvoll? Und wann würdest du davon abraten? Also beispielsweise wir als Startup mit irgendwie einem Entwicklerteam von 5 Leuten, das ist irgendwie klar, aber wo sind da die Grenzen, die dann entscheidend sind, um zu sagen, ja, da macht Sinn und da vielleicht weniger? Ja, also ich habe wenig Erfahrung in anderen Kontexten, muss ich gleich dazu sagen, aber unser Kontext ist schon riesig. Also unser Agile Release Train sind allein jetzt ja mindestens 3 Scrum-Teams, die auch tendenziell eher schon zu groß sind, mit, ich will jetzt nicht sagen Overhead, mit anderen Rollen. noch so außenrum sind wir allein sicher. Ja, 50, 60 Leute nur in unserem Agile Release Train. Und davon gibt es dann in dem ganzen Kontext einige. Und die könnte ich gar nicht aufzählen, wie viele das sind. Und da haben wir vereinzelt mit denen Kontakt. Aber du brauchst schon wirklich einen richtig großen Kontext, dass das Sinn macht. Weil, wenn du es, ich glaube, bei kleineren Umfängen kriegst du es anders organisiert, dass du dich auf ein Ziel einschießt, dass man sich da ordnet und dass man vor allem Wege schafft, Kommunikation stattfinden zu lassen. Und da muss man sich, glaube ich, dieses enge Korsett nicht antun, wo halt prozessual sichergestellt wird, dass das auf jeden Fall passiert. Ich tue mich da jetzt schwer, Zahlen zu nennen, aber jetzt selbst, also unsere Art, da lohnt sich jetzt noch nicht safe. Wenn es nur uns gäbe, um die Produkte zu entwickeln, würde ich sagen, 3, 4 Scrum-Teams. Und da muss es Rollen geben, die dafür. Die danach schauen, dass bei gewissen Umsetzungen eben miteinander gesprochen wird. Und ja, aber wenn es dann davon halt mehrere gibt von diesen Kontexten, glaub, dann braucht es schon eine Struktur. Ob Safe das einzig Richtige ist, weiß ich nicht. Und ob es gerade so ein Vorteil ist, eben um das mit so klassischen Projektmanagement-Teilen im Unternehmen, die es eben noch gibt, zu verbinden, weiß ich auch nicht. Aber in meiner Wahrnehmung funktioniert es gut. Und das auch, was ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen will, ich habe vorhin gesagt, ich habe es sehr standardisiert genannt, dachte das am Anfang, hey, ich habe es fast schon als spießig bezeichnet. Vielleicht ist das auch ein Problem, warum man sich da manchmal damit schwer tut. Aber was halt wirklich funktioniert, du redest mit anderen Teams, hast noch nie mit denen gesprochen, weißt nicht eigentlich, wie die arbeiten, aber allein das Vokabular, was ja auch immer aus Entwicklersicht wichtig ist, dass man über dieselben Dinge am besten auf dieselbe Art spricht, das ist halt völlig von dem Framework vorgegeben. Und wenn man das dann wirklich strikt so durchsetzt im Unternehmen, dann funktioniert das wirklich sehr gut auch in der Kommunikation mit anderen Teams. Man weiß direkt, wo man ist, man weiß, wann das nächste PI-Planning ist, man kennt die Worte, es ist ganz cool. Ja, das ist eine spannende Sichtweise, die du einbringst. Also ich hatte das ja vorhin gesagt mit die Rache des Managements. Aber also jetzt so im Nachhinein war für mich halt auch eine Erkenntnis echt cool. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so mit Flight Levels auch beschäftigt habt. Und zwar, dass es einfach halt eine strategische, also Ebene, Level halt gibt, dass es eine koordinative Ebene oder halt auch ein Level gibt und halt die operative Ebene halt, wo die Teams halt auch unten drunter sind. Und das soll jetzt nicht im Sinne von Hierarchie halt sein, sondern wirklich, dass halt eigentlich sich diese Levels halt irgendwie ergänzen, dass die sich halt gegenseitig auch irgendwie bestimmen. Und das macht ja auch total Sinn. Also gerade wie du es halt beschreibst, in so Riesenkontexten musst du ja auch irgendwo einen Fokus sicherstellen für die Menschen, weil man kann ja nie alles machen irgendwie. Und ja, ich meine, es ist zwar, wie du sagst, schön, dass dann auch die Vision halt vom Management und so her also vorgestellt wird, aber es ist jetzt halt ja nicht sinnvoll, dass ein Entwickler vielleicht dann wirklich halt täglich auch an dieser Visionserstellung oder an dem Zielbild, wo es halt wirklich hingehen soll, auch mitarbeitet und wirkt. Vorhin hast du so vom Vertrauen irgendwie gesprochen, was mich so ein bisschen zu den Safe-Prinzipien leitet. Wir hatten so, ja, im Vorfeld. Was hältst du denn von den Prinzipien? Also du hattest zwar im Vorgespräch gesagt, du hast jetzt nie eine Safe-Schulung gemacht oder so, aber dass euer Scrum Master da auch ja unterwegs war und euch geschult hat, was sagst du so zu denen? Ja,
Wie du ja schon gesagt hast, ich bin ja in der Theorie gar nicht so stark, was Safe angeht, und habe mich da auch bis heute nicht en Detail mit auseinandergesetzt. Und dann hast du gesagt, du würdest gerne über die Prinzipien sprechen, und ich, okay, über was? Das heißt, ich muss mir die tatsächlich erstmal durchlesen und habe sie dann das erste Mal gesehen und gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlimm ist. Was da auf jeden Fall für mich rauskommt. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber die werden aufgelistet und haben auch eine Reihenfolge. Und was man da halt schon sieht, ist, dass Business ganz oben steht, als einer der wichtigsten Prinzipien, dass man will, dass jeder, der nach Safe arbeitet, die Business-Perspektive zumindest verstanden hat. Also, ja, wie du sagst, ich glaube nicht sinnvoll, dass jeder die mitentwickelt, aber dass man da abgeholt wird, dass man die versteht und im besten Fall auch wirklich versteht, wo trägt mein Daily Doing gerade seinen Teil dazu bei. Das ist schon mega gut. Und auch diese systemweite Sicht kommt, glaube ich, relativ weit oben. Und relativ weit unten kommt sowas wie selbstorganisierte Teams, agiler Flow. Das muss man dann wahrscheinlich auch noch dazu schreiben. Aber für mich hat es schon so gewirkt, wenn ich da drauf geguckt habe, das sind die wichtigsten Ziele. Und auch mit dieser Priorität. Und so erlebe ich das tatsächlich auch im Daily Doing. Und für mich ist das auch in dem Kontext absolut nachvollziehbar. Also ich kann da, ich wollte auch mal. Ich glaube, ich habe mal eine Session gehalten, Essentry intern, und habe so übereinander gelegt, so meine Praxis und von jemand, der die Theorie gelernt hat. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, und da habe ich im Vorfeld gedacht, jawohl, jetzt kann ich da mal so richtig draufhauen auf das Framework. Und fand es da schon extrem spannend, wie viel wirklich er mir quasi über meine tägliche Arbeit erzählen konnte, bis hin zu wie einzelne Termine laufen, einfach aus der Theorie, weil sie eben so vorgegeben sind. Und ich auch, ja, keine bessere Antwort habe. Und einfach sehr viele Dinge sehe, die gut funktionieren. Manchmal zu einem hohen Preis, was Aufwände angeht, manchmal zu einem hohen Preis, weil man vielleicht nicht so agil vorgehen kann von Sprint zu Sprint, wie man sich das manchmal wünscht. Trotzdem, wenn es wichtig ist fürs Business und man das adressiert, hat man da auch eine Chance, das einzubringen. Aber es gab schon mal sowas wie ein PI-Replanning, das will keiner. Wenn man dann nochmal sich nach 4 Wochen zusammensetzen muss und nochmal nachplanen. Und ein Plan ist ein Plan, und das Verständnis haben auch die meisten. Also, Surprise, wir haben noch nie alle unsere Objectives erreicht. Wir haben noch nie alle Features abgeschlossen in einem PI. Das liegt einfach in der nu Natur der Sache. Softwareentwicklung ist komplex. Das, was man bisher entwickelt hat, lebt weiter und wird genutzt, und man muss doch was investieren, und Dinge ändern sich. Und da nehme ich bei mir im Umfeld auch wahr, dass dafür eine Akzeptanz da ist. Ja? Dann. Dafür gibt es ja dann aber auch wieder klassische Vorgehen, wo ich am Anfang dachte, ist das nicht hier ein bisschen affig, so Business Values, und dann votet noch das Management, was ist das Wichtigste? Aber es macht natürlich schon Sinn, dass, wenn man dann wie meistens in die Situation kommt, wir können doch nicht alles umsetzen, dass man eine klare Priorität hat. Was ist eigentlich jetzt für das Business das Wichtigste? Und das nur auf Feature-Ebene, aber man weiß ja dann, welche Subtasks dazugehören, und dann kann man dementsprechend auch die Iterationen umplanen. Also, vieles hat, wo ich am Anfang dachte, also irgendwie machen wir uns doch hier ein bisschen zum Affen, hat schon seinen Sinn, seinen Nutzen. Und da dann immer das richtige Maß zu finden, wann ist genug Aufwand reingeflossen und wann hat man genug drüber geredet und wann noch zu wenig, das ist super schwer. Vielleicht, weil mir das auch häufig auffällt, ich will jetzt keine Entwickler und Entwicklerinnen kritisieren, aber diese Vorstellung von, ja, wir sprinten dann jedes Mal und man plant quasi immer wieder neu. Also in einem, sage ich mal, kleinen Kontext, also wo man iterativ vorgeht, hat man das ja eigentlich auch, dass man so eine große Vision hat, eine Roadmap und sich eigentlich anhand dieser Roadmap halt orientiert und da schmeißt man ja auch nicht jetzt, sage ich mal, wöchentlich dann alles über den Haufen und sagt, okay, heute setzen wir uns hin und planen wieder alles neu oder so. Also so ein Ja. bisschen Weitsicht ist, glaube ich, schon ja auch cool einfach. Also ich glaube auch, das gibt Sicherheit. Also gerade in unserer Branche, die sehr schnelllebig ist, ja, also ich habe immer so dieses agil ist nicht flexibel. Also Ja. ich mag es, wenn auch Planung da ist. Ja. Ja, und so ist ja Also. eigentlich auch innerhalb eines Sprints, herrscht ja dann mindestens ein sehr strikter Plan, und so ist es halt fast zu verstehen über so ein Program Increment. Da gibt es dann einen krass strikten Plan,
Und ich kann schon verstehen, dass da auf Entwickler- und Entwicklerinnen-Ebene oft irgendwie so ein bisschen ja, Frust aufkommt, weil man weicht im Zweifel vielleicht schon sehr früh von dem Plan ab. Das ist demotivierend direkt von Sprint 1 an. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ja, manchmal haben wir uns auch einfach verschätzt, manchmal ändern sich Sachen und man wird halt trotzdem über 3 Monate mit diesem Plan verglichen. Das nervt dann irgendwo, aber so ist es halt. Deswegen macht man auch so Dinge wie Confidence Votes und die Planung liegt am Ende ja auch beim Team. Aber das, denke ich, ist manchmal ein Problem und dann vor allem, ja, diese Entwickler basteln gern. Und das Basteln wird dann gern in Innovation Sprint geschoben und davor würde ich warnen. Wir machen das fast nicht mehr so. Es ist auch jedem klar, dass wir nicht basteln des Basteln willens, sondern probiert halt gerne neue Sachen aus. Es ändert sich technisch mega viel in unserem Umfeld und dann gibt es ja auch so Sachen wie Architekturentscheidungen, wo man dann überlegt, macht das jetzt Sinn, das zu verproben? Und das muss man einfach Framework hin oder her sukzessive einbringen und die IP-Iteration, sie heißt ja auch, glaube ich, deswegen IP-Iteration wegen Innovation und Planning und sie ist halt sehr dominiert von Planning und Leftover. Deswegen würde ich den Teams empfehlen, Innovation, Housekeeping, ausprobieren, anders zu organisieren als in dieser Iteration. Ja, cool. Ja, vielleicht schon mal so ein bisschen auch in die Richtung Zusammenfassung der Learnings zu gehen. Also ich habe schon rausgehört, eine Sache, die ich ziemlich spannend fand, dass du halt als Entwickler gar nicht von Anfang an und vielleicht auch immer noch nicht komplett vertraut bist mit dem Framework, weil ich glaube, das ist das, was viele direkt abschreckt. Die gehen auf diese Website, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Klickbild, wo alle Sachen irgendwie in einem Wimmelbild quasi vereint sind und dann denkt man sich nur, okay, wo fange ich an, wo höre ich auf und wird das, also man hat dann schon eigentlich keine Lust mehr, wenn man schon irgendwie anfängt, sich damit dann genauer zu beschäftigen, weil dann auch die Erklärung, jede Erklärung mündet in 3 anderen Sachen, die du wieder nachgucken musst und ja, so ist natürlich ein sehr schwieriger Einstieg. Aber was würdest du sagen, sind dann deine Learnings jetzt aus der Praxis heraus, die gar nicht mal unbedingt zusammenhängen müssen, was eben natürlich dann konkret auf die Rolle als Entwickler? Ja, also das ist vielleicht, um das auch nochmal ein Beispiel, weil mir kam es jetzt gerade, als du es erzählt hast, wenn bei uns ein neuer Entwickler oder eine Entwicklerin anfängt, dann ist Safe kein Thema erstmal. Also das erwähnt man vielleicht, aber es geht um klassische Onboarding-Themen, Fachlichkeit, Code, Accounts, die ganz normalen Probleme, die man so hat und man fängt da nicht an. Das ist übrigens der Kontext. Das kommt dann so nebenbei und spätestens im ersten PI-Planning und in der Vorbereitung dafür merkt man das dann auch. Und auch bei jedem Sprint-Planning ist es ja bei uns dann so, dass die Features nur vorbereitet sind. Und wir die während den Iterationen im Refinement dann wirklich erst im Detail refinen, da merkt man dann irgendwie komischerweise, der Till redet immer zu dem Thema, okay, der hat da wahrscheinlich irgendwie eine Verantwortung für übernommen, also dass sowas passiert, dass es Verantwortlichkeiten gibt für einige Features. Und dann kommt es so on the job. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es gut ist, dass ich mich relativ wenig mit dem Framework drüber hinaus beschäftige, außer den Austausch so wie jetzt mit euch. Aber es funktioniert einfach und es gibt die gewisse Struktur, und auch eine Sicherheit, wie Jana das schön gesagt hat, dass man sieht, sowas gibt's und das fällt nicht alles vom Himmel, sondern da gibt es klare Prozesse, wie sowas jetzt zu uns ins Team kommt, so ein Feature beispielsweise. Ja, deswegen, das noch kurz, ist mir noch so eingefallen, als du es erwähnt hast. Sonst für mich Key Learnings, Safe ist für mich ein Vehicle vor allem für 2 Sachen. Zum einen zum Kommunizieren. Ich glaube, das ist ja auch die Hauptaufgabe von Safe, Abhängigkeiten aufzudecken und am besten aufzulösen. Das klappt auch wirklich gut, muss ich sagen. Natürlich ändern sich da Sachen und Entwicklungen laufen doch auseinander und dann muss man halt widersprechen. Aber allein dieses Mal, alle kommen mal zusammen, entweder beim PI-Planning, dann ist fast schon zu spät oder in der Feature-Vorbereitung. Also da habe ich schon richtig coole Aha-Momente gehabt und gesagt, ja, guck mal, es macht doch eigentlich gar keinen Sinn, dass wir das Feature jetzt einplanen. Wir können das jetzt in die letzte Iteration klopfen, weil ihr dann vielleicht fertig seid, aber ist nicht besser, hier die Entscheidung zu treffen. Wir schieben das erstmal weg und ihr kniet euch da rein und habt dann viele der Fragen geklärt. Oder man entdeckt, das ist der noch bessere Ausgang. Guck mal, bis dahin haben wir gar keine Abhängigkeit. Wir können jetzt voll parallel starten. An dem Punkt kommen wir wieder zusammen. Wir müssen gucken, dass wir nicht auseinanderlaufen. Das funktioniert aber mittlerweile auch ganz gut. Es gibt ja auch Rollen wie ein Release Train Engineer, dessen Aufgabe genau so was ist, da teamübergreifend zusammenzuhalten. Das ist mega gut. Und für mich, das andere Vehicle ist, um Business-Perspektive überall reinzubringen in alle Teams. Ob das dann
uns treibt es nicht bis in jedes Planning, aber so das große Ziel, also es wird kein Geheimnis sein, Automotive ist eben gerade getrieben von Thema wie Elektroautos, die müssen vielleicht irgendwie geladen werden und das ist einfach das Thema und das hilft dann schon zu wissen, okay, auf diesen Themen liegt gerade der Fokus und andere Sachen sind jetzt vielleicht gerade weniger wichtig. Das macht uns auch die Entscheidung im Team, weil wir ja trotzdem in den Iterationen, wenn es auch den großen Rahmen gibt und den großen Plan gibt, entscheidet man ja trotzdem noch, was nehmen wir mit, was nehmen wir nicht mit. Und das macht die Entscheidungen dann im Daily Doing schon leichter. Also das sind so die zwei wichtigen Sachen, was Safe ermöglicht, mit einem riesen Overhead, wo ich nicht sagen kann, ob es den braucht, aber es funktioniert in vielen Teilen. Ich habe keine bessere Antwort. Ja, ich würde noch ein Key-Learning meinerseits dazu geben. Also auch jetzt, wo du gerade erzählt hast, ist einfach so für mich, glaube ich, auch ein Key-Element einfach, dass Transparenz geschaffen wird. Also ich weiß noch, wo ich einmal mit einem Team dann da saß und wir uns immer gewundert haben, warum liefern die uns nicht pünktlich quasi die Sache, die wir gebraucht haben. Und irgendwann mussten wir dann feststellen, dass hinter diesem einem Team, mit denen wir halt kommuniziert hatten, nochmal 13 Teams waren oder so. Mhm. Und dieses, ich sage einfach mal, das System, das war uns gar nicht bewusst einfach. Und ja, Safe schafft einfach Transparenz. Also so, also du hast, glaube ich, auch in Richtung Kommunikation einfach jetzt aufgegriffen, aber ich finde diesen Wert auch, das ist irgendwie ein schöner Ansatz. Und erst wenn das halt auch wirklich da ist, kann man ja wirklich Prozesse auch verbessern, Arbeitsweisen, weil wie will man sonst irgendwie halt Inspect and Adapt auch wirklich betreiben. Ja, und eine gute Folge davon ist auch, dass es Hürden reduziert in der Kommunikation. Also wir haben halt so einen Channel für unser System und da kann man mal reinpusten, wenn es gerade irgendwie Probleme gibt. Aber es ist natürlich cool, wenn man weiß, die Person kommt ja aus dem und dem Team, da haben wir doch beim PI-Planning gequatscht. Wenn dann auch mal EntwicklerInnen miteinander irgendwie kurz einen Call haben, ist es halt sofort eine andere Atmosphäre. Und man hat irgendwie dieses Event zusammen gehabt, man ist mal in einem Meetingraum zusammengesteckt und ja, das sind eigentlich banale Dinge, aber halt nicht so einfach sicherzustellen in einem Riesenkontext. Ich glaube, das ist ein guter Punkt mit der Transparenz. Es gibt ja tatsächlich das Gleiche auch auf der Teamebene. Wenn Scrum eingeführt wird oder Selbstorganisation, dann kommen halt die ganzen Konflikte, die es sowieso schon immer gab, werden dann halt auf einmal transparent und die Teams müssen damit umgehen. Und ich glaube, Organisationen, die jetzt nicht Safe haben, sondern halt ja, verschiedene Hierarchiestufen, wo kaum Kommunikation stattfindet, auch die haben ein Overhead und auch die haben lächerliche Planungsdiskussionen, wo, wenn das jetzt jemand von den Entwicklern so genau mitbekommen würde, würde sich auch denken, brauchen wir das wirklich und macht das hier Sinn? Und durch Safe hat man natürlich dann Framework, in dem relativ viel dann auf einmal standardisiert wird und dadurch für viel mehr Leute dann auch transparent wird, was noch alles passiert, bevor sie ihren Teil der Wertschöpfung dann oder das Team dann aktiv wird. Ja. Vielleicht noch ganz abschließend, wenn jetzt ZuhörerInnen dabei sind und die haben gerade das erste PI-Planning durchgemacht und sagen, boah, wir sind ja echt am Tiefpunkt und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nochmal machen möchte. Was gibst du denen mit? Einfach durchhalten oder wie kommt man durch diese Phase? Also vielleicht erstmal Expectation Management, ihr werdet euren Plan nicht so durchziehen können. Weil die Welt dreht sich weiter, deswegen seid davon nicht überrascht. Das erste Mal ist definitiv das Schlimmste, das kann ich auch sagen. Das ist jetzt, wenn man das mal durch hat, dann weiß man so ein bisschen, wie es läuft. Man weiß auch, was wird von einem erwartet, in welcher Granularität, das war nicht ganz das richtige Wort, Granularität muss ich jetzt Features refinen. Damit tut man sich halt am Anfang auch schwer. Du hast vorhin von Flughöhen gesprochen, Jana, das geht dann EntwicklerInnen genauso, wenn sie sagen, okay, wie hoch, wie tief soll ich jetzt da einsteigen? Es ist halt mal wichtig, eine grobe Hausnummer zu haben. Und Überraschung, die grobe Hausnummer wird in der Regel nicht ganz stimmen. Und ja, sonst die Tipps, die ich vielleicht vorhin gesagt habe, fürs nächste PI-Planning, adressiert mega früh, was ihr aktuell denkt in der Iteration, warum ihr euren Plan nicht erfüllen konntet oder warum ihr denkt, in Zukunft könnte es schief gehen. Und wenn es noch so technisch ist, bringt es mit ein, versucht es zu spielen Richtung Management, versucht es über andere Rollen zu spielen. Architekt, Release Train Engineer, je nachdem, wie groß der Kontext ist, muss man eben auch über andere Personen und Rollen gehen. Das ist wichtig, um nicht in irgendwann, das ist ja das klassische Bild, man macht nur noch Features und wenn man das über lange Zeit macht, macht man nur noch Operations, nur noch Manual Work.
Also ist so ein bisschen eine Binsenweisheit, aber das wieder auf Safe ja, übertragen, es macht es schwieriger, weil wir es früher adressieren müssen. Und das ist sicher ein gutes Learning, was ich teilen kann. Cool. Ich lieb's. Die ganzen agilen Werte, die du gerade so indirekt aufgezählt hast, mit Offenheit, Mut. Würde mich auch sehr interessieren, wenn wir ZuhörerInnen dabei haben, die sagen, boah, bei uns war die Erfahrung ganz anders und wir sind vielleicht wieder weg von Safe. Also falls das der Fall sein sollte, dann freuen wir uns auch auf jeden Fall über eine Kontaktaufnahme, um nochmal weitere Erfahrungsberichte mit reinzubringen, weil ich glaube, ja, wie Till gesagt hat, das ist ein Erfahrungspunkt und es kann funktionieren. Ich glaube, alleine das ist schon für viele eine Überraschung, dass es funktionieren kann. Und natürlich gibt es auch andere Beispiele, von denen man sicherlich auch überall jeweils was lernen kann. Aber dass Teams sich eben einfordern müssen, den Raum für Innovation, für Maintenance und so weiter und so fort, das ist vielleicht schon ein Punkt, den ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der gerade am Anfang, wenn man das nicht tut, dann wird man halt überrollt von Erwartungshaltungen, die einfach nicht zu erfüllen sind. Ja, cool. Also wie versprochen, ich glaube, ich habe vorher nicht auf die Uhr geguckt, aber ich meine, wir sind jetzt so bei den 30, 40 Minuten. Deshalb, Till, bedanke ich mich einfach schon mal ganz herzlich bei dir, dass du so offen deine Meinung geteilt hast, dass du uns so viele Einblicke in deine Arbeit auch gegeben hast. Genau, und wünsche dir einen ganz tollen Urlaub. Vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht bei euch. Bin gespannt zu lesen und zu hören, ob es andere Meinungen gibt, wo ich sicher bin, dass es die gibt. Bin da mega offen für und es läuft nicht alles rund, aber ich habe keine bessere Antwort bei vielen Dingen und deswegen, ja, bin mega gespannt, was ihr sagt. Till, wenn jemand dich erreichen möchte aus der Zuhörerschaft, über welchen Kanal kann man dich kontaktieren? Ich glaube, LinkedIn ist tatsächlich das Einfachste. Also da bin ich logischerweise mit Klarnamen unterwegs, da findet man mich, Till Kleiber, Essentri. Ich werde sicher auch mal was teilen, wenn wir dann hier veröffentlichen und so weiter. Und dann immer feuerfrei, Kommentare, persönliche Nachricht, in München vorbeischauen. Das ist cool, dann packen wir den Link in die Shownotes. Dann auch danke von meiner Seite und vielen Dank, dass du dir vor deinem Urlaub nochmal die Zeit genommen hast für uns und dann für alle. Bis zum nächsten Mal.